Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Beyond. Ja, wir werden uns heute um diesen quadratischen Teil hinter und mir kümmern. Und zwar, brauche ich so ein bisschen mal eine Fabrik oder sowas in der Art. Und deshalb werden wir uns jetzt hier mal dran machen. Ach, wir müssen doch noch was wegmachen. Okay, ich gar nicht dran gedacht. So, wir haben unser Fass. Warum ist hier so dunkel? Schon wieder Nacht? Meine Herren. Gehe ich erstmal kurz schlafen. Sicher ist sicher, ne? So, wir haben nämlich auch schon, ich habe hier mich ein bisschen mit Mining beschäftigt, ja. Ich habe ein bisschen was zusammenbekommen. Das hier brauchen wir noch. Wir brauchen noch so einen krassen Builderswand. Und zwei Stückchen. So, Diamond Wand, Diamond Chisel, alles da. Ups, zum Glück ging das nicht. So, weil dieser Diamond Wand, der kann 1500 Blöcke auf einmal setzen. Und hat eben keine Einschränkung. So, und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe hier zwar schön Platz gemacht, aber ich muss noch eins tiefer für den Boden. Deshalb haben wir hier mal gerade mit unserem Excavator das Zeug hier weg. Moment, hier. Also durch das, dass ich diese Tinkers Sachen habe, geht das Bauen wirklich. Bauen, Farmen, alles Mögliche geht tausendmal schneller. Also die ganzen Ressourcen, die ich gefunden habe, die habe ich, glaube ich, so in einer Stunde eineinhalb, habe ich die gefarmt. So. Wir wollen nämlich hier nicht auf Sand bauen, sondern ich will schon unten einen schönen Boden haben. Sammeln gehen. Ach, schon wieder Hunger, Mann. Und die Fabrik soll natürlich auch ein bisschen aussehen wie Fabrik. Und Design habe ich mir natürlich schon überlegt. Ich hoffe mal, dass wir es schaffen, aufgrund von dem Builders Wand, wirklich in dieser Folge dieses Gebäude fertig zu bauen. Zumindest äußerlich. Die Maschinen und Zeug, was da rein soll, wird man natürlich nicht alles jetzt schaffen. Das kommt auch nach und nach erst. Die Sache ist nur, ich möchte meine Rohstoffe effektiver verarbeiten. Und deshalb brauche ich das halt. Und da ich das nicht in meinem Haus machen möchte, dass wir auch demnächst mal um bzw. fertig bauen müssen, ich habe da noch eine andere Idee, wie das aussehen soll. So. Und deshalb wird es auch eines der nächsten Sachen. So. Das war schon mal gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher chiseln soll. Ich glaube, das machen wir. Ich möchte nämlich die Mauer aus Bricks haben. Wobei das halt ein ganz anderer Farbton ist, gell? Könnten auch die hier nehmen. Was ist denn das? Smooth Sandstone. Wobei man damit vielleicht eher den Boden machen. Sieht wahrscheinlich am Ende besser aus. Ups, was ist jetzt los? Keine Steinchen mehr. So. Gut, hätten wir schon mal einen Boden. Und
Ich glaube, ich nehme für die Wand einfach das hier. Was haben wir denn? 2, 4. 2, 3, 4. Ja, das passt eigentlich. Und dann hätte ich da gern wieder diesen... Ach, wie heißt's denn? Den hier. Nein, nicht da. Das ist mein Problem. Ich habe keine normale Spitzhacke. Sollte ich mir auch mal irgendwann eine noch besorgen? Beziehungsweise einfach machen? So. Hier geht's rein. Ja, das passt. Ich hoffe mal, dass ich die Fläche nicht zu klein gewählt habe. Hier ist auch noch so eine Höhle. Vorhin habe ich hinten mal eine zerstört. Ja, das ist halt das Doofe. Wenn ich mich einmal verbaue, muss ich mit dem Hammer kommen. Und der Hammer macht gleich ein 3x3 weg. So. Oh, den Sandstone hätte ich gar nicht chiseln müssen, habe ich gerade gesehen. Und es wird auch eine richtige Fabrik. Ups, das war egal. Wir werden nämlich oben auf die Mauer sogar ein Stacheldraht draufsetzen. Das habe ich mir so gedacht. Wir haben ja hier, naja, falsch. Den hier brauchen wir. DecoCraft drauf. Ach, es dauert immer ein bisschen. Wir haben ja DecoCraft drauf. Und damit können wir das ja relativ easy machen. So. Was habe ich jetzt schon wieder? Keine Steine. Och, gibt's doch nicht. Die Steine gehen leer wie Sand am Meer, hey. So, wir sind oben. Gut, Mauer steht. Müssen wir natürlich hier noch Platz schaffen. Machen wir mal dahin. Und was nehmen wir dafür jetzt? Das ist so die Frage, weil ich habe ja auch noch nicht den Boden festgelegt. Doch, das ist eigentlich ein guter Boden für so eine Fabrik. Wo habe ich denn jetzt Sägetouch drauf? Hier. Können wir hier nämlich Gras noch ran klatschen. Dass es noch ein bisschen flotter geht, es ist schon... das Gras ist schon gut verbreitet. Och nee, ich wollte hier auch... Ich habe ja überlegt, ob ich da noch einen Grünstreifen ransetze. Dann bin ich ja jetzt viel zu weit von. Aber wenn ich hier noch zwei Grünstreifen ransetze, hier einen Baum pflanze, dann geht der bis hier. Ach nee. Habe ich so schön wieder gebaut und jetzt muss ich es wieder abreißen. Ja,
Wenn man halt vorher nicht nachdenkt, hat man Pech gehabt. Oder wie seht ihr das? So, zwei muss ich ja Platz lassen. Aber wir kommen trotzdem schnell voran. Na, wo ist mein Hämmersche? Ja, wir müssen eigentlich hinten auch noch größer bauen. Was brauche ich denn? Was brauche ich denn? Das hier brauche ich. Na, ja, abgeschmiert. So, jetzt passt's. Zumindest was das hier angeht. Wir gehen mal schnell schlafen. Ich werde die Folge auf jeden Fall so lange machen, bis die Fabrik steht. Weil die mir einfach gerade wichtig ist. Und so lange sollte das auch nicht dauern. Das lassen wir jetzt aber mal hier. Weil wenn ich da später sowieso... Ach, jetzt habe ich gar nicht mehr genug. Den hier haben wir genommen. Ja, das sieht eigentlich sehr edel aus. So als Firmeneingang. Dann kommt hier ein Baum hin. Ist eigentlich jetzt hier... Ich weiß auch noch nicht, was für Bäume ich dahin mache, ja? Aber das hier müssen wir auch nochmal bereinigen, wahrscheinlich. So, aber wir wollen uns eigentlich um den Bau von der Fabrik kümmern. Deshalb muss ich nur hier nochmal schnell einreißen. Weil dann müssen wir noch ein bisschen nach hinten gehen. Damit wir genug Platz haben. Ich habe jetzt keine genaue Zeichnung gemacht für diesen Bau hier. Aber ich habe natürlich die Vorstellung im Kopf. Ich weiß ja, wie es werden soll. Oh, und jetzt fehlt hier wieder was. So. Was haben wir hier? Aluminium. Brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht. Chisel haben wir, aber nicht mehr genügend Steine. Dann machen wir uns einfach welche. Das Problem ist allerdings, dass wir sehr viel Sandstein haben, aber kaum Sand. Deshalb darf ich eigentlich gar nicht so viel Sandstein einfach. Ich kann noch. Ne, ist egal. Das geht mit dem Builders One dann schneller.
So. Ratzefatz ging das. Schaufel haben wir auch irgendwo. Ich weiß gar nicht, weshalb ich hier immer XP krieg. Ich habe keine Ahnung. Aber ich find's cool. Ach, schon wieder nichts mehr. Das muss jetzt aber reichen. Sieht gut aus. Okay, halt hier. Den da, der da muss noch weg. Gut. Jetzt haben wir eine Folge gebraucht, um die Mauer zu bauen. So, wir werden jetzt mal kurz die Ecken festlegen. Doch, machen wir so. So passt, glaube ich, gut. So, und jetzt kommt das Highlight. Das hier ist der Mittelpunkt. Mal drei Blöcke raus. Ja, das passt sogar super. Jetzt kommt hier nämlich noch so ein Schlot hin. Ach Mann. So, was macht denn der Builderswand hier jetzt? Der setzt alles hoch. Das ist sehr gut. So. Das Problem ist, wir bauen jetzt eigentlich wahrscheinlich mit dem falschen Zeug. Ich meine damit, dass ich wahrscheinlich das später wieder alles umchiseln muss. Und das wäre ja dann nicht so optimal. Aber ich nehme an, dass es so kommt. Jetzt machen wir 2, 3, 4, 5, 6. Hat er Landung, aber. Sollen wir mal kurz gucken.
ist eigentlich ein zu bisschen zu krass. Ich glaube, wir schaffen das diese Folge doch nicht, weil ich einfach zu blöd bin, gerade richtig zu bauen, glaube ich. So, einmal die Schüssel noch. Na, warte, haben wir hier nicht? Welcher ist denn das? Paneel. Nee, den möchte ich nicht. Ich möchte den hier wieder. Den mag ich nämlich. So. Wir werden es natürlich nicht schaffen. Aber ich habe ja gesagt, ich mache die Folge durch. Also ich muss ja generell was ändern. So, das wird man später schon noch erkennen, was das genau sein soll. Ja, ich glaube, das passt so. Jetzt nehmen wir gerade mal die Chisel in die Hand. Mosaik. Mosaik. Schotele. So werde ich das jetzt erstmal lassen. Wir machen jetzt noch kurz den Schornstein ein bisschen anders. Und zwar mit der Chisel. Diese hier hätte ich gerne. Ups. Oh, ich mache hier gerade voll den Kappes, Alter. Jetzt muss ich alles wieder wegmachen und dann mit diesem Stab hier, mit dem. Mit dem hier. Und das ist ja ein bisschen doof eigentlich. Weil jetzt habe ich ein Problem. Da musst du immer Hilfsblöcke ran. Ranmachen. Damit du nicht abschmierst. Ich hasse es, Alter. Ich hasse es. Ich hätte am Anfang schon mit gechiselten Blöcken bauen sollen, dann wäre die Frage gar nicht aufgetreten. Ach ja, komm, rutsch mal doch einen Buckel runter, hey. Gibt's doch nicht.
So, gut. Jetzt hätte ich gern andere. Diese hier. War natürlich wieder sehr klug, weil jetzt komme ich da wieder nicht rum. Jetzt muss ich wieder runterfallen. Und da hoch komme ich ja natürlich auch nicht. So. Da müssen wir auch noch mal hoch. So, jetzt passt es aber. Zumindest dieser Abschnitt passt. Ja, ich denke doch. So, jetzt müssen wir wieder für hier ein Blöckchen aussuchen. Dann nehmen wir mal das hier. Das sieht auch ganz gut aus. Es gibt nämlich so eine smoothe Form. Wobei ich glaube, an die Ecken machen wir auch wieder andere. Vielleicht den hier. Jo. Ja, so gefällt es mir. Da ich nicht schon wieder fast sterben möchte, gehe ich jetzt mal ein bisschen früher schlafen. Und wir haben schon gleich die 40 Minuten geknackt. Mann, Mann, Mann. Ich muss mal gerade gucken, irgendwo habe ich noch Slabs. Was los? Hä? Och nee, schon wieder so ein Ding. Nein, 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 nein. Warum regeneriere ich denn nicht richtig? Der muss gleich hier sein. Der ist gleich hier irgendwo. Da ist er. Okay, Attacke. Hallo. Hau ihn doch. Haha, hast du dein Pulver verschossen, hä? Arsch. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach, Slabs gucken. Ich habe 35 Level, du glaubst doch wohl nicht, dass ich die hergeben will. Ja, mein Tempel habe ich noch ein bisschen weiter ausgehöhlt. Da geht die Planung schon ein bisschen weiter. Wir haben gar keine Slabs. Toll. Dieser Weg war umsonst. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich nicht gewollt. Ja, den kriege ich jetzt nicht weg. Also lass mal. Hier sind die ganzen Fackeln. Das sind noch zwei Stacks Fackeln.
So, warte mal. Die Chisel können wir nehmen. Den hier haben wir gehabt. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier nicht. Es gibt ja dieses 3x3 Chisel-Dings. Das ist cool. Okay. So, haben wir den ganzen Bau doch noch gechiselt gekriegt. So, und jetzt eine Decke. Decke wird aus Slab sein, weil da einfach keine Zombies drauf spawnen. Builderswand haben wir noch. Das sollte jetzt eine schnelle Angelegenheit werden. Hoffe ich doch. Auf halben Blöcken können keine Zombies spawnen, solange sie nicht so angeordnet sind wie ganze Blöcke. Das heißt, wenn ich die jetzt hier oben anordne, dann spawnen natürlich trotzdem welche. So. Gut. Perfekt. Also, das war's von der heutigen XXL-Folge. Fabrikbau. Sieht noch gar nicht so spektakulär aus. Wird's aber noch. Versprochen. Den machen wir mal hier in die Mitte. Ja, also das wird schon noch recht cool. Aber das dauert natürlich noch eine Weile. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder was auch immer ihr da lassen möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.